Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wir haben hier unseren Fuhrpark hingestellt, mit dem wir in der letzten Folge ja kräftig gearbeitet haben und Feldarbeit gemacht haben. Das heißt, die müssen jetzt natürlich auch mal ein bisschen geputzt werden. Hier unser Valtra, unser Lamborghini. So, und wenn ihr da ein bisschen drauf achtet, dann seht ihr ja hinter dem linken Trecker, da seht ihr nämlich unsere Spritze und da habe ich noch nicht irgendwelches, Unkraut, jetzt habe ich das Wort, jetzt ist mir gerade fürs Wort entfallen, Unkraut bearbeitet, sondern ich habe gedüngt, nämlich die Felder 6 und 7, die wir ja neu gekauft haben, die habe ich jetzt hier schon mal mit Dünger bearbeitet, um hier ein bisschen den Ertrag zu steigern. Okay, so, das sind sie also, unsere drei Maschinen, mit denen wir in der letzten Folge gut gearbeitet haben und zwei Felder fertig gemacht haben. Wir gehen mal ganz kurz in die Map, weil ich will euch jetzt mal Folgendes zeigen. Also hier Feld Nummer 7 und Feld Nummer 6, da habe ich auf jeden Fall Stickstoff aufgebracht und da haben wir gedüngt und natürlich dadurch auch ein bisschen werden wir unseren Ertrag steigern. Was mich jetzt aber ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass wir ja die Felder 4 und 2 ja bearbeitet haben und zwar das komplette Paket in der letzten Folge. Wir haben also gepflügt, gekalkt, gedüngt, wir haben dann auch noch ein Saatbett ausgebracht und haben die Saat ausgebracht und die beiden Felder waren bei 67 und 62, was die Umweltbewertung anging. Und während komischerweise Feld Nummer 4 hier verbessert wurde, gerade auch bei der Bodenbearbeitung, ist jetzt ein bisschen was dazugekommen an Balken und wir von 87 auf 92 hochgegangen sind, hat sich hier bei Feld Nummer 2 gar nichts getan. Interessanterweise sind wir immer noch bei 67. Okay, wieso, weshalb, warum? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht, wenn ihr eine Idee habt. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und wie gesagt, hier die Felder, die habe ich jetzt komplett noch nachträglich gedüngt. Deswegen ist ja auch hier die Pflegebereifung drauf. Und deswegen, wie gesagt, ist hier hinten die Spritze und mit Flüssigdünger gefüllt. Okay, ja, brauchen wir, ups, zack. So, jetzt. Das werden wir jetzt wegräumen, weil was habe ich heute vor mit euch in dieser Folge? Ich habe es ja schon mal angedeutet, ich will ein bisschen Göweil machen und da wir jetzt ein so tolles neues Ballenlager haben, möchte ich Ballen machen. Auch wenn das Grasfeld, das neue Grasfeld, was ich habe, ja noch nicht die letzte Wachstumsstufe hat, muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach Bock jetzt ein bisschen hier in dem Bereich was zu tun und deswegen habe ich mir Gerätschaften gekauft und die werden wir jetzt gleich dann holen. So, jetzt muss ich nur gucken, mit welchem wir hier arbeiten. Lass mich mal kurz überlegen. Mit dem hier nicht. Denn ich habe ein bisschen was eingekauft. Hier, mit ihm hier. Den schicken wir jetzt mal zum Händler. Da sind wir aber gerade rumgekommen. So, tanken müssten wir eigentlich auch. Aber ich glaube, da hat es eine Tanke. Da werden wir dann tanken. So, dele. Dann schicken wir den mal mit dem Helfer. Zack. Hierher. Mal schauen, geht das? Kriegen wir den da hin? Nee, wir bringen den hierher, weil da ist die Tankstelle. Dann werden wir erstmal tanken. Und dann steigen wir nämlich um in den Kollegen hier. Weil da möchte ich nämlich was Spezielles anbauen. Nämlich den Wickler. So, die Idee, die ich also habe, die werde ich euch dann gleich erzählen. Weil mit dem fahren wir dann... Also wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Zack. Aber jetzt überlege ich gerade, wir haben den Bumper. Wir haben... Ja, okay. Ja, mit dem hier fahren wir. Denn wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen was gekauft. Und das werden wir jetzt mal beim Händler holen. Und zwar ein paar Geräte von Göweil. Und wir werden das Ganze auch ein bisschen von Hand machen. Denn die Idee ist, es gibt ja diesen Anbau-Wickler. Und den gibt es sowohl für Frontlader als auch hier für Teleskoplader. Gibt es dann einen Anbau, den man sich dann eben raussuchen kann. Und den will ich hier an diesen Glas dranhängen. Ja, wir haben ja nicht umsonst hier dieses kräftige Gerätchen mit über 130 PS gekauft, was uns über 100.000 gekostet hat. Dann können wir nämlich damit wickeln und einen Anhänger und nämlich nach dem Wickeln können wir dann die Dinger sofort, die Ballen auf dem Anhänger stapeln, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Hoffe ich doch.
So. Deswegen habe ich gekauft einen Anhänger für Rundballen. Dann habe ich eben den Wickler gekauft. Dann eben eine Presse, eine Rundballenpresse von Göweil. So, und hier müssten die ganzen Dinge jetzt stehen. Hervorragend. So, aber irgendwas fehlt hier, habe ich den Eindruck. Ich hatte doch noch einen Bumper gekauft, oder? So, zack. Der müsste jetzt hoffentlich hier dran gehen. Ups. Jetzt, okay. Ist immer ein bisschen irritierend hier mit der Umschaltung, weil ich habe hier über dem Wagen nämlich eine 1 und eine 2. Dann kann ich dann irgendwie hier die Türen auf und zu machen. Na? Ach, da hinten. Ja, ja, da kann ich da hinten ein Fenster aufmachen. Und da kann ich irgendwie, glaube ich, die Spiegel ausklappen bzw. Tür aufmachen. Naja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestoweniger passt das. Jetzt überlege ich gerade, wir müssen damit hier auf jeden Fall den Anhänger zum Feld bringen. So, das geht. Ja, wir machen das aber anders, weil man kommt da immer ganz schlecht raus, komischerweise. Wir fahren hier rum. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den da zum Feld fahren lassen können. Ich überlege gerade. So, wir nehmen den Helfer. Klappt das, wenn ich da sage, der soll da hinfahren? Okay, theoretisch. Wir springen raus. So, Motor an. Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ei, das haben wir vergessen. Okay. Das Gewicht hätten wir eigentlich da lassen sollen. So, mal gucken, ob wir hier jetzt... Ja, wir können tanken. So, da hinten fährt der Klaas. Und dann holen wir mit ihm hier mal die Presse. Ich dachte eigentlich, ich hätte diesen Bumper, also wofür braucht man den? Ja, damit man halt nicht gegen die Rundballen fährt und nicht aufläuft. So, wir schauen nochmal kurz im Shop. Und zwar, wo war denn dieser Bumper nochmal? So, war der bei Ballentransport? War der bei den Wicklern? Ich glaube, der war kurz vor der... Hier war er doch da. Zack. Aha. So, jetzt schauen wir mal. Naja, da müssen wir natürlich das Gewicht runternehmen. Ja. Ich würde jetzt aber ungern das Gewicht hier liegen lassen. Lass mich mal kurz schauen. Nee. Da ist leider keine Kupplung dran. Okay. Dann müssen wir halt besonders gut aufpassen mit den Ballen. Dann holen wir das Teil später. So. Ja, farblich gut abgestimmt. Gefällt mir. Ja, wie ich gesagt habe, wir haben ja schon einige Male Aufträge gemacht hier mit dieser Presse und irgendwie hat mir das richtig Spaß gemacht mit dem Göweil-Pack und deswegen werden wir das jetzt mal probieren, denn wie gesagt, mit diesem Frontlader, Teleskopladeranbau, mit diesem Wickler können wir dann die Ballen holen und dann halt praktisch sofort auf den Anhänger. Deswegen habe ich jetzt auch da keine Autoload-Funktion dazu gekauft. Wir wollen das mal ein bisschen hier in echt machen. Sozusagen mal ein bisschen hier mit Arbeit. Ja, ist ja auch noch früh am Tag, 10.50 Uhr. Das heißt, wir können uns ruhig hier noch ein bisschen Arbeit machen, bevor wir in den nächsten Monat gehen. Und das mit dem Ballenlager, das gefällt mir eben auch ganz gut jetzt hier auf dem Hof. Und deswegen würde ich das ein bisschen intensivieren. So, der Kollege steht tatsächlich da, wo er soll. Das hat geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich das Mähwerk. Und da muss ich mir dann auch mal Gedanken machen, weil das haben wir jetzt schon ewig gemietet. Lass mich mal ganz kurz gucken. Was zahlen wir denn da? Steht es irgendwo Betriebskosten, Einnahmen, Mietkosten? Ja, okay. 750, wenn wir eben... Ja, ja. Okay, das können wir eigentlich verschmerzen. So, wo ist er denn? Der gute Lambo.
Da müssen wir das Mähwerk dranhängen. So, dann zuerst das Front. Ich glaube, das ist geschickter. Ja, weil da müssen wir uns dann auch mal Gedanken machen, ob wir demnächst mal ein Mähwerk kaufen. Wobei bei 750, ich glaube, dieses ganze Ding hier kostet dann auch 60 oder 70.000 mit den beiden. Und da ist ja fast Mieten ja doch günstiger. So, hier das Ballenlager, da haben wir ja schon ein paar Ballen drin. Rundballen gehen eben auch rein und deswegen werden wir jetzt ein paar hier schöne Rundballen produzieren. So, dann klappen wir mal vorne aus. So, hinten wird auch ausgeklappt und wie gesagt, es ist Wachstumsstufe, die erste Wachstumsstufe. Noch nicht, ist es erntereif. Aber dann haben wir dadurch auch mit dem anderen Grasfeld immer eine Abwechslung. Dann haben wir praktisch immer mal ein Grasfeld zu mähen und dann passt das nämlich. So ist der Gedanke. Und deswegen mähen wir das jetzt schon. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Hat der denn Schwartablage? Ja, hat Schwartablage. Gut. So, die Tierchen sind natürlich auch wieder da. Komm, lauf. Dann machen wir wie immer erstmal ein Vorgewende, denn auch er hier hat natürlich als Helfer ein bisschen ein Problem mit den Bäumchen. Und wir werden auch nicht hier bis ganz vorne rausfahren, bis zur Straße. So, dann einmal hier in die Kurve. Und dann mähen wir hier noch ein bisschen mit vom Rand. So. So, wie gesagt, hier nebendran das Grasfeld, das ist überhaupt noch nicht erntereif, aber dann haben wir das dann immer schön im Wechsel. Jeden Monat können wir dann Gras ernten und das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Für unsere Kühe. Und perspektivisch wären natürlich irgendwann mal, glaube ich, auch Schäfchen dran. So, er kämpft sich hier hoch. Dann können wir hier jetzt mal den Helfer losschicken. Und wir nehmen uns die Presse und fangen schon mal an zu pressen. So, Lämpchen können wir ausmachen und dann müssen wir uns überlegen. Ich glaube, wir können hier auch mit automatischer Ablage arbeiten. So, müssen wir irgendwas ausklappen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nö, ich glaube, bei der Presse gibt es nichts zum Ausklappen. Aber wir müssen mal die Hilfe kurz einschalten. So, weil, alldeweil, automatische Ablegen anschalten. Das machen wir. Und von der Größe der Ballen können wir, glaube ich, mit der hier nur 125er machen. Aber insofern passt das. Jo, es arbeitet. Was hier leider ein bisschen fehlt, ist so eine Schrägablage. Ich glaube, das ist eine andere Göwal-Presse. Da gibt es das, dass also die Ballen dann gekippt werden. Also das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Die Ballen werden hier runterrollen. So. 100. Okay. Wenn wir ein bisschen von der Schwart liegen lassen, dann ist das auch nicht schlimm.
So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt hier einen Ballen hinzulegen, das macht jetzt gar keinen Sinn. Der rollt uns nur runter, beziehungsweise ist dann für den Mäher im Weg. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Okay. Und weiter geht's. So, unser Lambo ist da vorne kräftig am Arbeiten. Das ist gut. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt hier der Ballen runterrollt. Weil hier geht es ganz schön berghoch. Ja, nee, der bleibt liegen. Auch das ist gut. So, sehr schön, sehr schön. Ja, man sieht, dass das also wirklich erst die erste Wachstumsstufe ist. Also allzu viel gibt diese Schwarte noch nicht her. Da können wir sehr lange, lange fahren. So, wieder ein bisschen zurücksetzen. Im Spiegel sehen wir, dass er jetzt wieder zuklappt. Sehr gut. So, und da drüben drehen sich die Windräder und ein Ballon ist auch wieder mal unterwegs. Ein Heißluftballon und natürlich auch die Rehchen, ist doch klar. So, ein bisschen langsam. Wir sind bei 9800. So, es tütet wieder. 100. Jo, also wie gesagt, diese Göwal-Teile machen echt was her. Ihr wisst, dass ich ja normalerweise unheimlich auf diesen Fastbail stehe, wo man einfach nur durchfahren kann. Aber wie gesagt, das macht mir ja schon echt Spaß. Ist ein schönes Teilchen. Das hat es mir irgendwie angetan. Also ich glaube, man merkt es kaum. Aber deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man immer ein paar Aufträge annimmt, damit man auch mal andere Gerätschaften kennenlernt. Und der Wickler, den wir jetzt gleich dann im Einsatz erleben werden, der gefällt mir auch ausgesprochen gut, wenn das jetzt eben so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jo, jetzt fahren wir hier noch die Bahn zu Ende und dann holen wir uns den Wagen und den Wickler. So, den lassen wir erstmal hier stehen. So, da ist der Kollege. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man da irgendwie was runterklappen, automatisches Ablegen anschalten? Nee, das ist der andere, okay. Das wollen wir natürlich in dem Fall nicht, weil wir wollen das natürlich schon steuern. So, wie gesagt, der Glas hier mit über 130 PS ist eigentlich somit der stärkste Teleskoplader, den wir haben. Und dann können wir den nämlich hier mitten aufs Feld stellen. Erstmal, oder? Ein bisschen waagrecht, ein bisschen gerade. So müsste es doch jetzt passen. Okay. Und dann werden wir den hier vorne, glaube ich, erstmal aufklappen. Ah, yep. So, jetzt schauen wir mal. Ballenwickler zuklappen, automatisch ablegen, anschalten wollen wir nicht. Lenkmodus, das hat auch mit dem anderen zu tun. Okay. Jetzt müsste er doch das Ding hier gleich greifen, oder? Augenblick. Hupen nicht, Lenkmodus. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ah, jetzt. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir den hier drauf?
So, okay. Und jetzt müssen wir den einfach nur runterladen machen und entladen. Augenblick. Rundballen auf die Seite abladen. Motor stoppen. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, interessanterweise. Nee, so. Okay. Ups. Ah, hoch. Ah, das geht jetzt wieder nicht. Das ist ein bisschen irritierend mit dem Glas. So, okay, dann versuchen wir unser Glück mit dem nächsten Ball. Ist natürlich jetzt ein bisschen Handarbeit, aber das wollen wir auch mal ein bisschen machen. So, schnapp ihn dir, Tiger. Okay. So, jetzt müssen wir wieder schauen. Ein bisschen hoch. Okay, und ablegen. Okay. Also ihr merkt schon, das wird jetzt eine ganz spannende Geschichte. Ja. Ah, wir müssen da tiefer runter, damit er dann drunter kommt. Dann packt er das Teil. Okay. Ja, Übung macht den Meister. Da werden wir noch ein bisschen zu tun haben. Dann schauen wir mal, ob wir den nächsten Ballen hier besser drauf kriegen. Ja, ich glaube, die Idee, den direkt hier abzulegen, das ist zwar löblich, aber natürlich beim Öffnen wird er immer mit den anderen Ballen hier kollidieren. Und da müssen wir das Ganze vielleicht mit der Ballenzange machen. Die Überlegung ist natürlich auch noch da, aber wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen was ausprobieren. Komm. Jep. Weil ich bin gerade im Überlegen, ob wir den auch ablegen könnten senkrecht. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Oder? Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. So. Jetzt schauen wir nochmal. Abladen. Ja, also prinzipiell funktioniert. Und aber auf jeden Fall macht das ein bisschen Arbeit. Gar keine Frage. Aber die wollen wir uns auch heute machen. Definitiv. Hier mit dem Glas und den Göweil-Anbaugeräten machen wir jetzt hier Silageballen richtig hier actionmäßig. Und machen uns das nicht mit dem Autoloader ein bisschen einfach. Und fahren jetzt mal hier richtig, wie gesagt, hier übers Feld. Über das Grasfeld. So, das heißt, wenn wir den jetzt noch da reingeworfen bekommen, könnten wir mit etwas Glück vielleicht 8 Ballen da reinkriegen. So. Und stopp. Okay. Oh ja, jetzt haben wir uns verhakt. Jetzt haben wir uns hier, glaube ich, echt bös verhakt. Augenblick. Wir klappen mal zusammen. Okay. Ja, ihr seht also, das wird eine spannende Geschichte. Aber diese Mühe oder diesen Spaß werde ich mir auf jeden Fall machen. Okay, Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ihr habt gesehen, wir haben uns jetzt hier wirklich ein bisschen was, eine kleine Herausforderung gesucht. Und ich sehe da unten gerade unseren Lamborghini. Der scheint hier völlig auf Abwägen gekommen zu sein. Oje, 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 mine. Meine Güte, was ist hier passiert? Oh ja, das ist doch gerade mal, ich würde sagen, ein Thumbnail wert. So, dazu machen wir hier das bisschen hier aus und das ist eine Kollision par excellence. Ja, machen wir ein Foto, einmal. Und das Ganze vielleicht nochmal von hier, dann sieht es noch ein bisschen dramatischer aus.
So, von hier. Okay, Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich denke, es war wieder mal ein bisschen interessant und ihr habt auch mal wieder ein bisschen was gesehen, was man vielleicht nicht immer bei jemandem auf einer Folge sieht. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei unserem wunderschönen Alpenprojekt mit neuem Mini-Brunnen bei mir hier auf dem Kanal. Ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.